euch, dass ihr wieder dabei seid. Ja, heute schauen wir uns mal in unserer Videoreihe Objective-C mal das Array an. Wir haben ja jetzt uns schon durch Variablen, Schleifen und Verzweigungen gekämpft. Und nun kommen wir zum Array, was es, denke ich mal, in jeder Programmiersprache auch in irgendeiner Art und Weise gibt. Und bei C wollen wir uns das jetzt mal genauer anschauen. Was ist das eigentlich, so ein Array? Ein Array, könnt ihr euch vorstellen, ist wie ein Container, eine Sammelbox für viele verschiedene Variablen, kann man so sagen. Beispielsweise, vorher habe ich immer gesagt, Variable mein Auto, Variable mein Fahrrad, Variable mein Skateboard. Und nun könnte ich alle, statt diese drei Variablen zu eröffnen, sagen, ich packe diese ganzen drei Inhalte in eine Box. Und das nenne ich dann vielleicht meine Fahrzeuge. So. Und in diesem Fall möchten wir mal ein Hallo, was wir hier schon sehen, erzeugen. Ich habe den Code auch schon erzeugt und den wollen wir jetzt einmal durchgehen. Wir haben uns ja schon bei den Variablen-Typen im vorletzten Video angeschaut, was gibt es alles, Integer, Char, Long, Double, Float etc. Und wir benutzen in diesem Fall ein Char, ein Character. Das hat einfach den Grund, weil wir Text ausgeben wollen. Ein Character kann immer ein Byte speichern, sprich, wir können in einem, sozusagen in einer Variable, immer ein Zeichen speichern und dieses wieder abrufen. So, da wir diesmal jetzt aber mit einem Array arbeiten, können wir viele Variablen in einen Container legen. Und dieser Container heißt in diesem Fall mein Array. So, und das ist eine ganz einfache Geschichte. Ich erzeuge mein Array als Typ Char durch diese eckigen Klammern, wo nichts drin steht, und weise über das Gleichzeichen über die geschweifte Klammer den Inhalt zu. So, jetzt haben wir sozusagen einmal den Wert H, A, L, L, O. So. Und nun gebe ich in dieser Vorschleife diese Variable, diesen Container von 0 bis 4 sozusagen aus. Sprich, jeder Inhalt eines Arrays hat immer einen Index, kann man das nennen. Beispielsweise der Index für das H lautet 0. Sprich, ein Array beginnt immer bei der Nummerierung sozusagen seiner Inhalte bei 0. Das ist in jeder Programmiersprache so, sprich, hier haben wir jetzt nichts Neues. Müsst ihr euch einfach merken, weil wenn man einsteigt und denkt, ach, das beginnt ja bei 1 und ich habe hier 1, 2, 3, 4, 5 Werte, ist mein Array in der Größe 5, ist das natürlich richtig, aber wir haben von der Indexierung beginnen wir bei 0. Und das macht jetzt uns auch ganz einfach, wenn wir das hier einmal kurz mal auskommentieren. Dann zeige ich euch einfach mal, wie wir jetzt auf das H zugreifen. Das ist eine ganz einfache Geschichte. Wir nehmen ganz einfach wieder so ein Print und sagen natürlich hier wieder %C, da wir jetzt ein Character ausgeben wollen. So, und jetzt nehmen wir den Container MyArray, also das Array, und geben hier, wo wir eben nichts eingetragen haben beim Erzeugen, den Index sozusagen ein, an dem Punkt, was ausgegeben werden soll. Und beispielsweise, wir wollen jetzt das H ausgeben, tragen wir hier eine 0 ein. So, das führen wir jetzt auch einfach mal aus und jetzt müsste hier in der Konsole ein großes H kommen. Genau. Und so kann ich das mit dem A, ist dann die Stelle 1 und das L und des Weiteren ist natürlich Stelle 2 und 3 und des Weiteren. Das ist schon mal sozusagen, denke ich mal, jetzt als grobe Erklärung ausreichend, was ein Array ist. Nun möchten wir gerne dieses Array komplett ausgeben. Wie machen wir das jetzt? Wir machen, wie wir schon in dem letzten bzw. vorletzten Video gelernt haben, eine Vorschleife auf, geben sozusagen den Startwert i gleich 0. Das hat einfach den Grund, weil unser Array ja auch ab 0 zählt. Dann sagen wir, die Schleife soll so lange laufen, wie i kleiner ist als die Größe des Arrays. Die Größe des Arrays ist 5. Wir haben 5 Werte, 1, 2, 3, 4, 5. Beginnen aber bei 0. Sprich, wenn i 3 ist, beziehungsweise i 4 ist, haben wir das komplette Array durchlaufen. 0, 1, 2, 3, 4. 5 Werte, i kleiner 5. So, dann hört die ganze Geschichte hier auch auf. Am Ende des Durchlaufs wird es immer erhöht, das Inkrement. Und der Anweisungsblock besteht darin, dass er, wie wir eben sozusagen ein Printf machen, ein Character ausgeben und das i ausgeben. Sprich, eben haben wir hier eine konkrete Zahl gehabt, jetzt ist es i. I ist 0,
sprich H kommt. Dann ist nach dem nächsten Durchlauf I1, dann kommt das A. Und so weiter, bis wir die komplette Strecke sozusagen ausgegeben haben. Das tun wir jetzt auch einfach einmal und wir sehen, Hallo kommt hier raus. Unsere Vorschleife ist sozusagen insgesamt fünfmal durchgelaufen und hat in jedem Durchlauf den nächsten Buchstaben ausgegeben. Das können wir jetzt ja auch beispielsweise nochmal ergänzen. Ich kopiere diese Strecke hier nochmal so. Ich mache das jetzt hier mal ganz einfach. Jetzt mache ich hier mal ein Leerzeichen rein. Hallo. Und jetzt machen wir hier ein W, ein E, das L bleibt und ein T und geben das nochmal aus. So, und es kommt raus, Hallo Welt. Können wir hier vielleicht noch ein Ausrufezeichen machen. Und das kommt auch bei raus. Ihr seht, meine Vorschleife ist so schlau, immer über die Funktion SizeOf die Größe meines Arrays zu berechnen und sozusagen immer den Endpunkt festzulegen. Und da wir bei 0 starten, müssen wir natürlich nicht kleiner gleich machen, sondern kleiner, da natürlich die Menge sonst einen übertreffen würde. So, das ist eigentlich auch das ganze Geheimnis. Wenn ihr jetzt auch so ein Programm anlegen wollt, um damit ein bisschen rumzuspielen mit dem Array, macht es so wie immer. Geht über Windows, geht auf den Welcome to Xcode Screen, klickt auf Create a New Project und wählt hier unter Application die Command Line Tool aus. Wenn ihr jetzt nicht mehr alle Schritte genau wisst, wie ihr hier zu diesem Punkt kommt, dann guckt euch nochmal das erste Video an, da erkläre ich das nochmal ganz einfach. So, ich hoffe, ich konnte euch das Array ein bisschen näher bringen. Und würde mich freuen, wenn ihr bei dem nächsten Video wieder mit dabei seid. Also, bis dann.